So viel zu tun. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Über Myraden. Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Myraden verständigen sich über Schnalzlaute, kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen?
beim Arsch des Propheten. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Wer seid ihr? Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werden will. Wenn ihr diese Explosion meint. Und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Lashiri? Oh Mann. Der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Wirklich nicht. Ich heiße Lishari. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Hat er das? Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Aber beim besten Willen nicht jetzt. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Tja, und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Rohmen in der Ruine verschwinden. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind, aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten andraläschen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt, ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen. Also, seid ihr bereit? An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür. Keine Ahnung. Aber mehr als ein Dutzend werden es vermutlich nicht sein. Plus sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. Na dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. Abgestochen wie Schwein. Moment, was ist das? Ein Arsch des Propheten, das... Oh. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ihre Befehle. Mein Assistent Seth. Scheint, als habe er die Schweine reingelassen. Spart euch das für ihn auf, wenn ich ihm diesen Stab hier in den Hintern ramme und einen Blitzschlag abfeuere. Scheiße, riecht ihr das? Qualm.
Diese Bastarde versuchen doch tatsächlich, unsere Forschungen abzufackeln. Wir müssen was tun. Bei der Magie, die ihr in euch tragt, nehme ich an, ihr könnt den ein oder anderen Zauber wirken, korrekt? Hier, nehmt das. Damit sollten sich die meisten Feuer löschen lassen. Wenn meine Vermutung nämlich stimmt, versuchen die Söldner, die Steinfragmente zu zerstören. Und das müssen wir verhindern. Geht runter und versucht, so viele von den Steinen zu retten, wie ihr könnt. Am besten ihr geht in den unteren Teil der Ruine und ich in den oberen. Und wir treffen uns dann wieder hier, wenn alles erledigt ist. Ach, und noch was. Falls mein Assistent Zef da unten sein sollte, seht zu, dass ihr ihn irgendwie außer Gefecht setzt und zu mir bringt. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Jetzt los, vergeuden wir keine Zeit mehr. Schlampe, Elende, das wirst du bereuen. Oh Mann, was sei Dank! Ich bin kein Opfer.
Distanz, was? Na schön. Das wirst du bereuen. Sowas. Das nenne ich mal einen glücklichen Zufall. Hattet ihr Erfolg? Was ist mit den Steinen? Gut. Ich schätze, das wird uns genügen müssen. Danke. Was ist mit Seth? Habt ihr ihn gefunden? Verdammt! Wie konntet ihr ihn entwischen lassen? Jetzt ist er über alle Berge und erzählt seinem Auftraggeber, was weiß ich, über unsere Operation. Entschuldigung, das war daneben. Es ist nur... Naja. Wie heißt ihr überhaupt? In dem Chaos hatten wir ja gar keine Zeit für Formalitäten. Erfreut seid ihr. Na, das ist ja schön. Ich habe nämlich im Nachhinein das Gefühl, nicht gerade umgänglich gewesen zu sein. Entschuldigung dafür. Manchmal habe ich eine etwas zu kurze Lunte. Aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund eures Hierseins. Erzählt mir doch erst einmal, wie ihr den alten Zeterer dazu bekommen habt, euch zu vertrauen. Das kommt nämlich nicht oft vor. Ich habe Zeit.
Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist faszinierend, gelinde gesagt. Diese Vision, habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Das tut es in der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht hier aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine... Scheiße. Nicht ihr. Ich meinte... Ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Aber nein, das wäre verrückt. Viel zu unwahrscheinlich. Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden, bis letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann... dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Alles klar. Keine Sorge, das kitzelt nur einen Augenblick. Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. Herrje, ihr seht wirklich fertig aus. Das werde ich wieder gut machen. Versprochen. Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Puh, schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig. Und kalt. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Sagen wir es so, sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Bis bald.
Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Lasst mich mal überlegen. Ich habe kürzlich in der Taverne mal so einen Kerl von irgendwelchen magischen Brunnen reden gehört. Angeblich erfüllen sie einen Wunsch, wenn man ihnen hilft oder so in der Art. Kann natürlich auch ein Fall von zu viel Friedenskraut gewesen sein. Puh, das kommt ganz drauf an, was ihr als interessant empfindet. Ich war vor einer Weile mal in Dünenheim und habe dort einen arasialischen Söldner getroffen. So ein von der Sorte Weltenbummler, ihr wisst schon. Jedenfalls haben ihn ein paar besoffene Matrosen dumm angemacht und es auf den Kampf angelegt. Ich sag's euch, das war ein Spektakel. Der Arasialer trug zwar Platte, aber hat mit zwei Säbeln gekämpft. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da waren die Pappnasen am Boden. Schreitet wohl. Schreitet wohl! Ach, fragt besser nicht.
Aje, wohin soll das nur führen? Das Licht am Ende des Tags, die Sonne sinkt schwer in ihr wartendes Grab. Mesdames. Na los, geht weiter! Hm? Mesdames? Fremdländer. Thank you.